Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic World Primal Ops. Tag 2, let's go. Ich habe mir übrigens eure Kommentare durchgelesen und ihr habt tolle Tipps reingeschrieben, also ich werde hoffentlich mich diese Folge ein bisschen besser anstellen. Schauen wir mal. Heute mal mit Kabelkopfhörer und ich habe vergessen, meine anderen zu laden. Aber das soll uns nicht stoppen. Oh, nächstes Mal gibt's voll den dicken Boni. 2500 von den Münzen. Und an Tag 7 gibt's sogar eine Dinosaurierkiste. Okay, ich muss auf jeden Fall jeden Tag zocken. Ganz wichtig. Wir haben ja auch irgendwelche Events. Oh, das ist, glaube ich, Triceratops. Das hattet ihr auch reingeschrieben, dass man diese Kisten bei bestimmten Events freischalten kann. Oh, so viel. Jetzt schon wieder überfordert. Ein Dankeschön vom Entwicklerteam. Ingame-Belohnung für Vorbesteller. Ein Dankeschön vom Entwicklerteam. Bla 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 bla. Ach, da unten kriege ich jetzt was. Wow. Suche Mimus DNA 40 und Draco Venator DNA. Okay, Draco Venator. Haben wir vielleicht das auch bekommen? Weil das sieht so ein bisschen aus, das Bild, wie das vom Dilo. Kann man halt gerade schlecht sehen, weil es so klein ist. Aber das ist cool. Ihr habt nämlich auch in die Kommentare geschrieben, ab 50 DNA hat man die Dinos dann. Das heißt, wenn wir jetzt hier 40 geschenkt bekommen, dann ist es nicht mehr weit bis dahin. Hier haben wir noch irgendeine Belohnung. Okay, nee, die haben wir schon abgeholt. Aber hier ist noch eine. Was sind das hier eigentlich für Dinger? Kann man das sehen? Schlüssel für DNA-Kiste gewöhnlich. Okay, das heißt, wir könnten jetzt Kisten öffnen. Wäre auch mal ein guter Start in die Folge. Sollen wir gleich mal schauen, ob wir das können? Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber man kann auch auf alle abholen gehen. Ist natürlich ein bisschen einfacher dann. Gelesene löschen machen wir mal, damit es übersichtlicher bleibt. Und dann gehen wir mal rein in den Shop. Das interessiert mich nämlich jetzt gerade, ob wir hier was machen können. Für begrenzte Zeit, 2 Tage noch, Triceratops Familienkiste. Die können wir jetzt nicht kaufen, oder was? Aber wir haben doch von diesen Schlüsseln was, oder nicht? Ich dachte, wir haben die gerade bekommen. Ich bin echt noch ein bisschen maximal lost. Ich bin doch gerade irgendwie 80 von diesen Schlüsseln oder so bekommen. Ach nee, okay. Ach, das sind nochmal andere. Schaut mal hier die Schlüsselsymbole an. Also hier, das sieht ein bisschen anders aus als das hier. Okay, gut zu wissen. Deswegen bin ich so verwirrt. Aber das heißt, wir könnten hier eine kaufen. Das ist auch nicht schlecht. Sollen wir das mal machen? Ich weiß nicht, ob es so smart ist, aber... Komm, einmal cashen wir rein. Da können wir auf jeden Fall viele coole Sachen ziehen. Ich denke mal, die goldenen sind die seltenen. Lila ist dann auch noch selten und dann wird es immer mehr öfter und häufiger. Aber machen wir mal eine. Und danach schauen wir uns noch das Werbevideo an und machen noch eine auf. Let's go! Komm schon. Ah, schade. Kein goldener, aber ein blauer ist dabei. Ich weiß aber gar nicht, was für einer ist. Chunkingosaurus DNA. Aber es sind jetzt auch nur 2 DNA und ich glaube, wir brauchen 50, um die Dinosaurier dann zu haben. Aber wir haben jetzt auch noch was von dem Dracovenator bekommen. Das heißt, den haben wir, glaube ich, auch jetzt wirklich kurz vor knapp, dass wir den spielen können. Müssen wir gleich mal schauen. Und das hier ist Acrocanthosaurus DNA. Bringt mir das überhaupt noch was? Weil den habe ich ja schon freigeschaltet. Fragen über Fragen, Leute. So ist es. Aber ihr wisst ja, die Kommentare, da könnt ihr mir gerne jederzeit helfen. Das mit der Werbekiste machen wir gleich. Wir spielen gleich erstmal mit einer Mission. Aber ich möchte noch mal kurz zu unseren Dinosauriern. Genau, hier können wir jetzt nämlich mal eben gucken. Ja, aber der Dilo sieht halt auch so aus hier. Wo ist denn der Dracovenator? Da ist der. Können wir jetzt sehen, wie viele wir schon haben von der DNA? Hier sind halt auch so viele Anzeigen und so. Ich habe keine Ahnung, ey. Statistik. Das habt ihr übrigens auch reingeschrieben, dass ich immer vor der Mission gucken soll, welche Dinos ich mitnehme, weil die halt gegen unterschiedliche Gegnergruppen und so unterschiedlich gut sind. Aber das mit der DNA, keine Ahnung, wo steht, wie viele ich habe. Also das müsst ihr mir auch nochmal reinschreiben. Obwohl doch, jetzt sehe ich es. Oben rechts steht das immer. Okay. Hat sich gerade erledigt. Da seht ihr es nämlich. Hier haben wir 45 von 50. Seht ihr das? Das ist sehr, sehr klein oben rechts bei dem Bild. Na, gut zu wissen. Das heißt, wir brauchen noch 5 von dem Dracovenator und dann können wir den auch ins Team mit aufnehmen. Der sieht auch nämlich ziemlich cool aus.
Sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, wir zocken jetzt erstmal eine Runde. Oha, uns fehlt ein Dino. Warum? Kapitel 1, Mission 2. Platziere den Peilsender am Fahrzeug. Das ist unsere Mission. Und wir spielen gegen... Gute Frage, was das jetzt ist. Steht leider nicht dran. Es ist bestimmt immer noch diese Task Force, kann ich mir vorstellen. Nehmen wir den Arco auf jeden Fall mit. Der ist ja gut gegen die. Und das kostet uns 8 Energie. Let's go. Das soll uns auf jeden Fall nicht stoppen. Weil noch haben wir 30 von 30. Ich trinke diesmal übrigens keinen Kaffee. Ich trinke ein kühles Getränk aus dieser Tasse. Ich weiß, klingt absurd, aber ist so. So, Janice Williams. Mit diesem Tracker wollen wir die Fang Force verfolgen. Kannst du ihn für uns einrichten? Gerne. Sie haben diese Dinosaurier-Arenen, die wir ausheben wollen. Wir probieren jetzt auch direkt einen neuen Move aus, den ich mir auch eingeschrieben habe, wenn man das gedrückt hält. Also diese Sliden-Taste kann man sprinten. Auch vielen Dank für den Tipp. Und ihr habt auch reingeschrieben, wie oft man die Dinos suchen kann. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Also eigentlich habt ihr mir fast alles beantwortet, was ich wissen wollte. Das gefällt mir nicht. Bei dem Sturm, bla bla bla. Mach dir keine Sorgen, keines dieser Dinge würde dich fressen wollen. Das heißt, die haben wahrscheinlich Pflanzenfresser. Ein Acrocanthosaurus könnte hier nützlich sein. Großer Angstfaktor. Und sie lieben es, die Frontlinie der Feinde zu durchbrechen. Genau, okay. Jetzt kann ich es euch auch erklären. Seht ihr bei dem Acro, der blinkt ja gerade, der hat so eine 7 da unten. Wenn ich den einsetze, werden von diesen 10 Punkten, die da rechts daneben stehen, halt 7 verbraucht, aber die laden sich dann wieder auf. Das heißt, ich kann die nicht unendlich spammen, aber ich kann halt immer warten und die dann so oft rufen, wie ich möchte, wenn die es wieder auflädt. Könnt ihr jetzt mal drauf achten. Jetzt geht aber erstmal die Party los. Die flüchten auch alle. Das ist das erste Mal, dass wir mit dem Acro spielen, glaube ich. Ich renne mal ein bisschen weg. Nehmen wir noch den Argue dazu. Junge, das ist mega Gemetzel. Übel gut. Oha. Nochmal. Guck mal, der scheucht die auch weg, wenn der den Angst macht. Das ist ja übel nice. Sehr schön. Das hat auch gut geklappt. Ich glaube, dieser Schrei macht diesen Angst da, dass die weglaufen. Was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir mit. Ihr habt auch geschrieben, ich soll mal fleißig erkunden. In den kleinen Belohnungen und so. Und jetzt, wo ich weiß, wie man sprintet, ist das natürlich auch nicht mehr ganz so langwierig. Ich glaube, diese Fangforce-Schläger mag er besonders. Der Agro oder was? Wahrscheinlich. Oh, hier unten geht's auch lang. Da gucken wir mal kurz. Ha. Gut, dass ich da lang gelaufen bin. Los, Agro. Ah, der ist halt so gut. Jetzt holen wir gleich noch den Agio dazu. Immer schön mit den großen kämpfen. Jetzt müssen wir halt warten. Jetzt haben wir gerade 4 von den grünen Punkten. Wir müssen warten, bis wieder 7 sind. Und dann können wir ja wieder den Agro holen. Jetzt zum Beispiel. Ah, ne, der ist noch da. Deswegen geht's noch nicht. Aber ich würde ihn jetzt gerne nochmal holen. Jetzt rennen die nämlich nochmal weg, hoffentlich. Ach komm, TikTok. Hör doch auf. TikTok ist auch die einzige App, die durch diese Nicht-Stören-Dings durchgeht, gefühlt. Mega frech. Und mit so einem sinnlosen Kram sind mich gar nicht interessiert. Habt ihr mir überhaupt schon auf TikTok gefolgt? Können wir gerade mal ein bisschen Werbung machen. Ist, glaube ich, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das habt. Und Jurassic World Evolution Clips mögt. Ah, oh, wieder eine Kiste. Let's go. Ich fühle mich so viel klüger gerade, weil ich endlich mal die Zahlen und so verstehe. So schön. Okay, kann ich jetzt auch einen Überraschungsangriff machen? Da wäre der Troder bestimmt geil, oder? Von hinten. Aber wir können es ja mal mit dem Argo versuchen. Und auch mal wieder mit dem Draco. Habe ich bis jetzt wenig gespielt. Ich glaube, der Draco ist auch gut gegen die Fang Force, Leute. Aber ganz ehrlich, wenn man Agro hat, warum sollte man Draco einsetzen?
Okay, ich dachte gerade, ich bin gestorben. Boah. Ich dachte, der Agro hat mich mitgesnackt, so AOE-Damage-mäßig. Aber anscheinend ist Teamschaden aus. Ich hoffe. Wir erkunden auf jeden Fall wieder fleißig. Es lohnt sich halt mega zu erkunden. Was? Aber die Musik ist auch nice. Übel gut. Da oben sind wieder Gegner. Ist aber nur einer. Deswegen. Ne, ist nicht nur einer. Dann holen wir das große Kämpferprogramm hier raus. Komm, Draco, helf mir nochmal. Bam. Ja, wie cool der Agro da reinbeißt in die Gegner. Feier ich. So, jetzt nochmal den Agio holen. Schon ziemlich heftig. Kann man nicht anders sagen. Das Draco, helf mir auch nochmal. Kann der die Schilder eigentlich wegrammen? Sieht auf jeden Fall witzig aus, wie er die wegschubst. Alter, ey. Ich fühle mich so strong, seit wir den Agro haben. Der ist ja mega overpowered. Ich feier den richtig. Der Jeep da drüben würde sich gut für uns eignen. Richte den Peilsender ein. Vorsicht, es können noch feindliche Agenten in der Gegend sein. Oma, bitte. Manche dieser Dinos sind noch minderjährig. Okay, what? Habe ich nicht verstanden, bin ich ehrlich. War ein komischer Joke, glaube ich. So, wir bringen jetzt mal kurz hier die Dinger an und dann kommen bestimmt Gegner. Gut gemacht, das sollte uns direkt zu ihnen, zu ihren Kampfarenen führen. Wir gehen jetzt in den Sinkflug. Hört sich gut an. Mega unauffällig so an die Seite, den Peilsender sieht gar keiner. Cool, Mission abgeschlossen. Oh, dicke Belohnung. 5000 Coins. Holy shit. Krass. Ey, jetzt lohnt sich aber das Verdoppeln da. Guck mal, auf 16.000 Coins. Ich guck mal eben das sogar verdreifachen. Holy. Ich guck mal eben ein Video an hier. Okay, that's it. Wir haben es geschafft. Damit haben wir 16.000 von diesen Punkten bekommen. Mega. Das war gut. Not bad. Null Dinosauriernester gefunden. Hätte es da welche gegeben? Oh Mist, dann hätte ich mich vielleicht doch noch mehr umgucken müssen. Also man sieht die ja gerade da so leicht im Hintergrund. Vielleicht muss ich da drauf achten. Es wäre natürlich schade, wenn man dann DNA verpasst und so. Deine Erfolge und Quest findest du hier. Die DFW-Belohnung hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja, ja, komm. Wir haben auch eine Liste mit täglichen Pflichten für alle. Ja, das haben wir doch letztes Mal schon gehabt, oder nicht? Bin verwirrt. Rangaufstieg. Okay. Wenn du sie jeden Tag erledigst, wird das deiner Karriere bei DFW sehr förderlich sein. Ja, das hatten wir beim letzten Mal alles genauso, oder nicht? Aber was ist denn jetzt der Unterschied hier? Rangaufstieg und Aufleveln. Hier kriegt er auch mega Stärke dazu, Schaden, Ausdauer. Aber das kann ich dann auch mit diesen Münzen kaufen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was genau der Unterschied ist. Das würde mich interessieren. Ich level den aber jetzt auch nochmal. Obwohl, wir haben nicht mehr so viel von dem Braunen. Lassen wir das erstmal. Aber der Agro ist aktuell mein Favorite, muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde sagen, es ist jetzt an der Zeit, dass wir mal kurz in die Quest schauen. Werde stärker. Ah, hier können wir uns auch Belohnung abholen. Tisch. Hier haben wir nämlich schon einiges wieder geschafft. Dieses Bernstein können wir, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Alles mitnehmen. Das ist ein geiles Geräusch, sehr satisfying. Okay. Müssen wir die jetzt annehmen hier? Ne, die sind automatisch aktiviert, glaube ich. Schalte neue Tierführer frei. Ja, da haben wir uns auch noch gar nicht mit beschäftigt, ne? Also wir haben aktuell ja Mike Riley. Aber es gibt hier auch noch voll viele andere. Wir haben dann auch verschiedene Stärken und wahrscheinlich auch verschiedene Waffen und so. Der hat zum Beispiel Chance auf Betäubung.
Die haben bestimmt dann auch nochmal andere Waffen, die anderen Agenten. Na gut. Dann gehen wir jetzt aber mal in die Vents nochmal kurz rein. Denn hier sind auch noch welche. T-Rex Boss Event. Tritt gegen andere Spieler an und bändige am schnellsten einen wilden T-Rex. Schließe diese Begegnung mehrmals ab, um eine höhere Punktzahl zu erreichen. Je höher deine Position auf der Rangliste, desto besser deine Belohnung. Das Event wird von Akt 1, Kapitel 7 freigeschaltet. Oha, krass. Aber darunter ist auch noch das Triceratops-Event. Versuche die Mission so oft wie möglich abzuschließen. Okay, das heißt, das spielt man wirklich um Punktzahl dann gegen andere Spieler. Da würde ich wahrscheinlich richtig verkacken, denke ich mal. Vielleicht werde ich das aber nochmal ausprobieren, aber ich möchte jetzt erstmal nochmal eine Kiste öffnen. Wir gönnen uns jetzt nochmal ein Werbevideo schnell. Da haben wir sie. Komm, Leute. Gönn! Golden! Golden! Ah, schade. Schon wieder Agro, oder? Ärgerlich. Aber es ist bestimmt irgendwann mal gut, wenn man mehr DNA hat. Hier, guck mal, bald können wir wieder. Sehr cool. Können wir noch irgendwas kaufen? Wir könnten noch was kaufen. Aber ich glaube, ich will dann eher mal auf die seltene sparen. Bin ich ehrlich. Gewöhnlich könnten wir jetzt gerade schon kaufen für 75. Tierführerkiste gibt's auch. Interessant. Ja, hier kann man dann richtig reincashen. Holy moly. Okay, Münzen kann man hier auch kaufen. Für Bernstein. Aber ich mache nochmal kurz das Werbevideo, dann haben wir nämlich 100 Bernstein. Okay, das war ja wieder super spannend. Aber jetzt haben wir wenigstens die 100 voll. Das ist doch ganz schön. Okay, weitere Kisten haben wir leider gerade nicht. Ich hätte gern noch welche, aber nope. Okay, wir gehen einfach mal weiter in die nächste Mission, würde ich sagen. Dann wollen wir nochmal im Team schauen, was wir da umtauschen können. Vielleicht den Dracorex nochmal rausmachen, den... Ich weiß gar nicht, gegen was spielen wir denn? Wild, gegen wilde Dinosaurier kämpfen wir. Ich weiß nicht, ob der Troodon da so gut ist. Also ich glaube... Ja doch, wir tauschen mal den Dracorex aus. Nehmen mal den Troodon mit. Wenn das geht. So. Let's go. Hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen Nester oder so mal finden. Das würde mich immer auch mal interessieren. Wie das dann aussieht und was man da freischaltet. Wir haben Berichte über einen wilden Acrocanthosaurus in der Gegend erhalten. Sei vorsichtig, er ist verängstigt und könnte dich angreifen. Oh, da ist er schon. Vor allem auf so einem coolen Dino-Friedhof. Das sieht ja nice aus. Da ist er. Denk dran. Sei sanft. Er ist nur verängstigt. Okay, bin ich sanft? Unterwirft den wilden Acrocanthosaurus. Oha, wie mache ich das denn? Geh einfach mal hin. Hallo. Oha. Bitte lass mich. Gut. Ich renn erstmal weg. Ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen. Oh nein. Oh nein. Er kommt. Troodon. Nein. Falle. Oha. Ich schieß einfach mal. Ich glaube, ich muss kämpfen. Okay, wir holen die Dinos. Los, Agro gegen Agro. Es war ein Fehler, nett zu sein. Helf mir! Agu! Der will mich! Renn, Junge! Oh, shit. Nochmal Agu! Ich muss ihn halt kiten um diesen Stein oder so. Und jetzt holen wir nochmal unseren Agro. Alter Junge. Oh, ich bin fast tot. Oh mein Gott. Schieß. Oh, das war richtig knapp. Oh. Alter. Aber richtig fette Belohnung. War das denn jetzt richtig mit Unterwerfen? Ich wollte ihn nicht töten. Er ist nicht tot. Guck mal, den können wir sogar einsammeln. Gute Arbeit. Wir schicken ein Team vorbei, um ihn abzuholen. Ja. Im Wirt. Ihm wahrscheinlich, ne? Im Wirt. Im DFW-Schutzgebiet. Wird es... Was? Ja, im Wirt...
Achso, im DFW-Schutzgebiet wird es ihm besser gehen. Das soll es halt, glaube ich, heißen. War, glaube ich, die Übersetzung ein bisschen kacke. Das war ja mal eine spannende Mission. Mal ganz anders. Wir haben auch schon wieder... ja, Agro-DNA bekommen. Und jetzt viel weniger Coins. Ich glaube, das war gerade richtig gut, dass wir das mit dem Verdreifachen gemacht haben. Als da ja 15.000 Punkte rausgekommen sind. Das war richtig gut. Kapitel 1 abgeschlossen. Sehr schön. Ich glaube, wir hätten das jetzt auch noch auf Mittel spielen können als nächstes. So. Wild T-Rex spotted. Da gehen wir jetzt einmal rein. Komm. Wir machen jetzt die T-Rex-Mission. Spielen. Ich habe keine Ahnung, was wir dagegen am besten machen. Das ist unser Team. Wir könnten nochmal leveln. Ich glaube, ich level vorher noch einmal. Sollen wir unseren Agro nochmal richtig boosten? Rangaufstieg gönnen? Komm. Steht da ein oder mehrere Voraussetzungen sind nicht erfüllt? Ah, okay. Wir brauchen noch, ja, 71 DNA ist das, glaube ich, ne? Das heißt, die überschüssige DNA ist dann doch gar nicht so schlecht. Gut zu wissen. Aber wir können hier noch einmal dann machen. Oder zweimal. Dreimal. Okay, komm. Jetzt gehen wir rein da. Oh mein, mein Akku ist leer, fast leer. Wir müssen uns beeilen. Damn, zieht das viel Akkuleistung. Okay, shit. Damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Wir müssen uns jetzt beeilen. Oha. Nicht, dass die Aufnahme dann kaputt ist. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert. Da ist er. Einfach rauf. Leider weg. Jawohl. Schießen. Immer schießen. Schneesturm ist auch am Start. Akku, komm wieder. Ich kann keine Dinos rufen, wenn Schneesturm ist. Gut zu wissen. Akku, du auch. Okay, wir rennen mal. Oh, Rexy. Nur noch halbes Leben, aber es waren da auch Medikits. Das Agro kämpft. Wir holen mal das Medikit schnell. Oh nein, ich renne genau in den rein. Das ist nicht so smart. Holy shit. Immer schön schießen. Und unsere Dinos holen. Oh, ich bin betäubt. Oha. Aber wir haben ihn schon zur Hälfte. Wo ist er hin? Er ist geflüchtet, weil wir die Hälfte haben, glaube ich. Okay. Wo bist du? Oh, es geht hier weiter an der Stelle. Die Zeit läuft auf jeden Fall. Was muss ich denn hier machen? Oh nein, warum läuft die Zeit jetzt weiter? Was habe ich gemacht? Oh nein, hier unten muss ich, glaube ich, durch. Oh mein Gott. Da habe ich jetzt richtig Zeit verloren. Das ist natürlich belastend. Aber er kriegt gerade gut Damage. Oh nein, ich auch. Oh, Schneesturm. Ich sehe gar nichts. Los, kämpf. Nein, rennt schon wieder weg. Okay. Wir haben ihn aber fast. Diesmal rennen wir hinterher. Wo ist er? Ach, man sieht ja sogar die Fußabdrücke auf dem Boden. Hätte ich das mal gecheckt. Okay, ich muss echt mehr auf die Sachen achten, die man sieht. Okay, wo ist er? Da ist er. Hör, der ist wieder voll. Was ist das denn? Ist ja übel frech. Los, kämpft.
Kämpf die Nuss. Nein, ich bin gefangen. Oh mein Gott, ich bin stuck. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was? Oha. Okay, ich glaube, ich habe verkackt. Oh Gott. Herr, Mission abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall ein paar Punkte gemacht. Das war wahrscheinlich richtig schlecht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben es versucht immerhin. Vielleicht können wir es beim nächsten Mal nochmal versuchen. Platz 36, okay. Also kacke ist es jetzt nicht. Ist schon okay. Na gut. Haben wir es immerhin einmal gemacht. Ist ja schon mal gar nicht schlecht. Haben wir uns wenigstens qualifiziert. Vielleicht kriegen wir was raus oder so. Aber ich glaube, hier im Shop ist jetzt auch nichts Interessantes mehr. Ja, das ist echt Geldkram. Kisten können wir wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Nö. Dann würde ich sagen, Leute, soll's das mit der heutigen Folge gewesen sein. Von Jurassic World Primal Ops. Hat richtig viel Spaß gemacht. Leider haben wir keinen weiteren Dino freigeschaltet. Aber wir haben unseren Aggro ausgetestet, der echt richtig cool ist. Und ich muss auch sagen, je mehr ich von dem Game verstehe, desto mehr lerne ich das Game lieben. Und deswegen werden wir es auf jeden Fall weiterspielen. Schreibt gerne Tipps unten in die Kommentare und lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.